haben wir auch noch nie erlebt. Schlafende Männer, verzweifelte Männer, verschwitzte Männer. Das ist der erste Stand und ich stehe nur die ganze Zeit. Wir befinden uns nicht am Flughafen, was man bei dem ganzen Gepäck ja durchaus meinen könnte, sondern auf der Beauty-Messe in Düsseldorf. Die internationale Leitmesse in Sachen Kosmetik, Nägel, Wellness und Haare. 60.000 Besucher, 7 Hallen, in denen man nicht nur die neuesten Trends bewundern und ausprobieren kann. Hier kann man auch direkt kaufen. Für alle Frauen und Nagelstudio-Besitzerinnen ein Traum, für die Männer ein Albtraum. Anwesend sein, den Trolley schieben, ziehen, warten und ja, vielleicht, wenn ich Glück habe, gleich noch einen Kaffee trinken. Einer muss das Zeug schleppen. Neben dem Koffer scheint auf dieser Messe der Ehemann das wichtigste Accessoire zu sein. Überall das gleiche Bild. Sie shoppt, er passt stundenlang auf die Taschen auf und zieht sie hinterher. Bilal aus Hagen macht das schon seit 6 Jahren mit. Kriegen Sie dafür irgendwas, dass Sie hier mitkommen? Gar nichts. Nein, doch, letztes Jahr habe ich so eine Mini-Bürste bekommen, glaube ich, für die Haare. Und wenn seine Frau Maria ihm das Zeichen gibt, darf Bilal dann auch noch bezahlen. Sie findet das total okay so. Ja, dann kriegt er ein Wellness-Programm von mir und dann kriegt er natürlich Taschengeld. Also er hat erzählt, im letzten Jahr hat er eine Bürste für die Haare bekommen. Ja, das wollte er ja unbedingt haben. In Marias Messe-Shopping-Koffer befinden sich bislang übrigens hauptsächlich Prosecco-Dosen. 12 Stück. Man braucht einen gewissen Pegel, um das Geld auszugeben. Also mache ich das mit dem Prosecco. Kriegt der Mann auch einen ab? Nein, er nicht. Naja, er muss ja auch noch fahren. Zwar wurde auf der Beauty-Messe fürs männliche Geschlecht in diesem Jahr extra eine Ecke mit Flipperautomat und Kicker eingerichtet, aber die stehen leer. Wer soll hier auch spielen? Die Typen müssen ja schleppen und stehen und warten. Dirk, der beruflich mit Heizung und Sanitär zu tun hat, versucht es positiv zu sehen. Wir haben als Mann auch viel zu gucken, ne? So schlecht ist das hier nicht. Was kann man denn hier gucken? Hübsche Frauen. Gibt das keinen Ärger mit der eigenen Frau? Sie sieht's ja nicht, weil sie ist ja shoppen. Auch wieder wahr, Ehefrau Evelina hat momentan tatsächlich nur Augen für Nagelgel und Co. Editha aus Hannover hat deswegen gleich Freundin Anna mit auf die Messe genommen. Also ich erledige jetzt den Job von ihrem Mann. Sie wartet geduldig, unterstützt mich, kann mich auch beraten, welche Farben man nimmt, welche nicht. Die Männer dürfen derweil im Autohaus spielen. Das wäre Bilal vielleicht auch lieber. 3 Stunden sind inzwischen vergangen. Der Koffer ist voll. Öffnen möchte er ihn für uns jedoch nicht. Ich würde gerne, aber das war so schwierig, den vorhin schon zuzubekommen. Deswegen bitte nicht. Akzeptiert. Die Messe läuft schließlich noch 5 Stunden. Bilal hat aber schon was geschenkt bekommen. Ein Bartöl. Ah, solche leidensfähigen Männer kann man sich doch eigentlich nur wünschen. Und die meisten Frauen hier wissen das auch zu schätzen. Haut zeigen, aber bitte mit Stil. Overknee-Strümpfe sind ein absolutes Must-Have. Egal ob eher schlicht, mit Zopfmuster oder in Strumpfhosenoptik, kombiniert mit Kleidern oder langen Pullis machen die Trendteile echt was her.